Ja, grüß dich, liebe Leute. Hier ist wieder euer Donald und weiter geht's mit Bau den R2D2 oder deinen eigenen R2D2 und zwar der 30. Und wie immer zeige ich euch erst das Heft, dann die Bauteile. Und dann schauen wir wieder, was wir bauen können. Das wird natürlich wieder gebaut. Ja, wenn euch das Video gefällt, denkt an den Daumen nach oben. Ein Abo wäre natürlich nicht schlecht. Und lasst uns jetzt starten. Viel Spaß gewünscht. So, da schauen wir kurz ins Heft. Auf der linken Seite ist natürlich wieder das Inhaltsverzeichnis. Auf der rechten Seite geht es wieder eher mit Building the Galaxy. Und zwar Industrial Light and Magic. So, genau. Ne? Wird euch wieder schön auf folgenden Seiten erklärt. Alles, dann kommen wir wieder zu einem Druiden und zwar B1 Series Battle Druid Part 1. Ja. Okay, die können wir ja. Ne? Ja, genau. Dann haben wir wieder ja, hier die Teile, die mit dabei sind. Das, was wir bauen können. Ja, ein bisschen mehr dieses Mal. Oh, ja. Okay. Mhm. Okay. Aha. Und dann sieht man auf der letzten Seite noch, was in dieser Ausgabe drin ist und was in der nächsten drin sein wird. Und jetzt schauen wir uns mal die Teile für diese Ausgabe an. So, Mensch, da wird es doch bestimmt mal ein Video über 6 Minuten. Kann man bloß mal gespannt sein. So, auf das Teil. Hier haben wir noch was. Das ist nichts. Und das schauen wir mal, was wir alles so schönes haben. Ich stecke das im Motor. Und zwar ist es ein Right Wheel Motor Gearbox. Ne? Ist in so einem Plister, in so einem Plister gehalten. Ist auch ziemlich schwer, muss man dazu sagen. So. Genau, so sieht das Teil aus. Ne? Sieht auch wertig aus, also ein bisschen fettig. Und unten hat man da wie so eine kleine Platine ja, mit einem Stecker dran. Ne? Hier hat man auch irgendwie was, genau. Gut, dann tue ich das erstmal wieder rein. Ja. Und wir haben noch 4 Kabelbinder. Ne? Und da schauen wir jetzt mal, was wir machen können. Ich hole dazu erstmal noch hier meine Teile, die ich vom letzten Mal habe. Und zwar brauchen wir das erstmal. Genau. Dann setzt man den Motor. Der kommt dann hier drauf. Da hat man direkt hier so ein, ja, das ist ja so ein bisschen geschnitten. Ne? Also es ist nicht direkt rund, sondern hat ja hier die Seiten so ein bisschen geschnitten. Und so setzen wir den auch dann drauf. Jetzt muss ich bloß mal gucken. So. Das ist auch hier die richtige Seite nicht. So, genau. Und setzt den so, damit man die Löcher hier drin sieht. Ne? Guck nochmal, ob das soweit richtig ist, weil das sieht ziemlich schräg aus. So hier, ne? Wäre es eigentlich. Ja, das sieht ziemlich schräg aus. Und dann kommen. Hier steht sogar 10 mm lange Schrauben. Jetzt muss ich mal gucken hier. In meine Schraubenschächtelchen. 10 mm lange Schrauben. Und zwar 4 Stück, ne? 4 Stück, ja. Sieht auch aus wie Silber. 10 mm lange Schrauben. Also ein Zentimeter, kann man so sagen. Ne? So, ich probiere mal, ob die hier so langen. Oder ob die zu kurz sind. Ne, die lang auf keinen Fall. Das war nix. Die müssten länger sein. Also sind das ja keine 10 mm, das sind das ja hier. Die lange, aber oh, die sind doch keine 10 mm, oder? Ich probiere einfach mal die. Und aus dem aus. So. Jetzt. Gucken. Ja, das sind die langen hier. Wie viel brauchen wir? 4 Stück. Okay. 4 Stückchen. Die machen wir dann hier schön rundherum in diese Löcher rein. Ja, noch den Schraubendreher. Irgendwas ist ja magnetisch hier drin. Das zieht nämlich die Schrauben an. So.
Wunderbar. Das Rad dürfte sich dann nicht mehr drehen lassen. Ne? Wenn ja, ist ein Fehler bei euch drin. So, genau. Wunderbar. Da haben wir erstmal das. Was haben wir als nächstes? Wir brauchen ein Kabelchen. Das wird wahrscheinlich das sein, was wir mal bekommen haben. Das hier mehrfarbige Kabel. Das puppel ich jetzt mal auf. So. Und zwar brauchen wir da die Seite, die breite Seite. Kann man hier so gleich hier durchziehen. Ob das die Seite ist oder die andere, ist dann am Ende egal. Und steckt es dann hier gleich mal rein. Tschau. So. Mal kurz gucken hier. So. Umblättern. So. Okay. So, das Kabel tut man auch mal so ein bisschen verteilen jetzt hier so. Ja. Ja, weil das sind ja eigentlich zwei. Ja. Dann nehmt ihr die Kabelbinder. Ich habe hier. Schneidet es auf. So, und da habt ihr hier, wenn ihr hier das so seht, wie kleine Schlaufen. Ich stelle das hier mal weg. Und zwar hier, hier, hier und hier. Also sind insgesamt vier solche kleinen Schlaufen. Ne? Und da tut er einfach, hier ist er erstmal die Kabelbinder so hier durch. Zack. Ne? Zack. Ich mache gleich mal alle Viere. Zack. Zack. Und zack. Na? Jetzt nehmen wir, das muss ich mal gucken, ich mache hier mal einen Bogen rein. Also nicht, man darf das wahrscheinlich nicht so machen, dass das jetzt hier so gerade ist, sondern man sollte schon wahrscheinlich dann den Bogen rein machen. Na? Bogen rein und machen wir das erste zu. Ja, ein bisschen ausrichten. Ich sage, das könnt ihr dann immer noch ein bisschen variieren. Dann machen wir zum zweiten. Das könnt ihr schon ein bisschen spannen. Dann zum dritten. So. Wieder ein bisschen spannen. Ja. Und zum vierten. So. Ne? Sieht ungefähr so aus. Die Teile knipst man dadurch ab. Weil die braucht keine Schwein mehr. Ja. Fort bitte Mist. Gut. Da haben wir das. Gut. Dann, was haben wir hier noch drin? Brauchen wir dieses Teil. Diesen Sensor ist es wahrscheinlich. Der Sensorus. Das tun wir wieder weg. Puppeln wir das auf hier. Ja. Nehmt uns dieses Teil, ja, mit den zwei Dingern, die immer so gern rausfallen wollen. Ja. Bleibst du da? Und setzen das Teil hier rein, in diese Öffnung. So. Genau. Und das Kabel ziehen wir hier durch.
Ja. Aufpassen, dass mir das ordentlich sitzt hier. Genau. Dann nehmen wir das Kabelende. Ich weiß zwar nicht, warum das jetzt hier zwei sind. Das haben sie wahrscheinlich als den 2 in 1 gemacht. Ne? Weil hier sind zum Beispiel 2 abgebildet. Ich habe hier bloß einen. Ja. Ich denke, dass ich alle Kabel habe, soweit ja. Ja, sind sie ja nicht. Oh, da ist noch eins. Wo kommt denn das hin? Ah, das kommt jetzt auch mit hier durch. Aha. Moment. Ah, okay. Das sollte wahrscheinlich dann auch mit hier durch. Ah, ich bin blöd. So, habe ich schon wieder verkehrt gemacht. Das ist zum Kotzen. Also, ich mache das jetzt so nebenbei mit. Also, die Seite, die Breite, kommt hier durch. So. Na? Das muss ich mal ganz kurz messen. Und dann tue ich hier ein bisschen Klebeband dran. Ist zwar ein bisschen assi jetzt, aber Kabelbinder habe ich jetzt gerade nicht da. Jetzt messen wir. Ich brauche bloß was zu messen. Moment. So. Tue ich das ganz kurz nochmal rein. Das ist wahrscheinlich wegen den anderen Sensor brauchen wir das. Also wir messen von dieser Ecke hier, von dieser bis zum Schluss 13,5 cm. Dann kann ich noch ein bisschen rein. So. So. Genau. Und dann mache ich jetzt einfach. Ihr macht das zu Hause nicht. Aber ich mache das, weil ich nicht richtig gucken kann. So ein bisschen Band dran. So. Einmal nicht richtig hingeguckt. Nein, ihr kennt das Spiel. So. Ich denke mal, das wird auch gehen. Machen wir es mal schön assi. So. Also von der Kante bis zum Ende 13,5 cm. So. Genau. Dann holen wir uns wieder unser Teil raus. Ich habe nämlich schon gedacht, warum sind da keine 2 Stecker. Jetzt weiß ich's. Du die Stecker durch das große Loch ziehen. Ja. Ja. Und klappt das jetzt hier um. Darauf muss ich halt achten, damit da alles drin bleibt. Ja. Am besten wird klappen das beidseitig. So. Genau. Klappt das hier zu. Guckt ihr fix. Danach schieben wir das Teil hier nach oben. Dieses silberne Teil sollte ganz hoch geschoben werden. So, genau. Ja. Danach kommen wir zu dem Teil. Da drehen wir das wieder rum.
Ja. Und drücken das so hier drauf. Ja. Hm? Ja. So. Danach drehen wir das wieder rum und schrauben das jetzt fest. So. Und zwar hier in 12 Schrauben. Mit 12 Schrauben. Muss halt bloß mal gucken, welche 12. Ich guck mal in meine Schatzkiste, dass ich schon verschrauben habe. 12 Stück. Also am meisten habe ich ja die schwarzen. Ich probiere mal die schwarzen. Ja. Probiere einfach eins mal. Also nicht hier unten die zwei, die bleiben noch weg, sondern die hier. Also sie ziehen auf jeden Fall. Ich hoffe nicht, wenn ich das jetzt dann rumdrehe, dass dann hier überall die Spitze rausguckt. Das wäre natürlich blöd. So, ich habe unten die zwei befestigt. So. Machen wir hier oben erstmal welche fest, weil es klafft hier oben noch ein bisschen. Überall Schrauben, Schrauben, Schrauben. So, wir haben noch keine hier. Ja, das ist schon ein paar, ne? So. Wir haben noch drei Stück. Jetzt wer? Zwei Stück. Ja. So. Jetzt müssten wir alle haben. Ich gucke nochmal durch. Ja. Und wenn wir das gemacht haben, nehmen wir dann uns das Teil her. Und zwar wird es jetzt so hier aufgesetzt. Irgendwie, das muss ich mal gucken. Nehmen wir das hier, so. Ach nee, von der anderen Seite, Entschuldigung. Also jetzt von der Seite. So hier drauf. Bis oben hin. Genau. So. Dann drehen wir das Teil rum. So, dann holen wir uns hier noch die zwei Ecken hier. Nehmen das Teil hierher und schieben die Teile oder drücken die Teile, besser gesagt, so hier rein.
wahrscheinlich die verkehrte Seite. Genau. Und die andere auf die andere Seite. Ja, dann sieht es so aus. Dann drücken wir die Kappe hier drauf. Ja, das Kabel muss hier unten raus mitgucken. Muss man bloß mal gucken, wo unten raus. Ah, hier, also was ich schon mit hier in diesem, wie die anderen Kabel rausgehen, auch mit ausgucken. Ich mach's nochmal ab. Ich muss vielleicht vorher ein bisschen verlegen. Ja. Das hier zusammen. Dann müsste es eigentlich ein bisschen rüber. Müsste es theoretischerweise zusammenklipsen. Woran hängst? Nee, das hängt nur mit drauf. Gut. Genau. So, dann das hier mit rausgucken. So, das passt auch fast. So. Genau. Und dann kommen hier jetzt auch noch vier Schrauben rein. Und zwar silberne, 6 mm silberne Schrauben. Mal ganz kurz gucken. Das werden die hier sein. Probieren wir gleich mal die. Die ziehen. Jo, die ziehen zusammen. Tschack. Ja. Wie gesagt, hier da muss schon ein bisschen Bewegung sein. Ja. Eine, ne, ein bisschen lange. Ja, noch. Ja. Und eine noch, die machen wir hier rein. Gut. Oder würde ich sagen, das sind wir für diese Ausgabe soweit fertig. Ich gucke nochmal. Ja. Ne? So sieht es von der einen Seite aus. Und so sieht es von der anderen Seite aus. Da haben wir doch ganz schön was geschafft. Mhm. So, liebe Leute, haben wir ja fast alle Teile aufgebraucht. Ne? Also die vom Kopf. Da sind noch einige Details da. Und ja, ne, soweit ganz gut gewesen. Hat ein ganzes Stück auch gedauert. Ne, es geht doch. Es geht doch, liebe Leute. Es geht doch. So, in der 31. kommen Fußparts. Ne, zeig euch mal. Die Teile. Und da schauen wir mal, was wir da machen können. Aber ich denke mal nicht, dass das Video dann wieder gar so lange wird. Aber vielleicht wird es ja auch anders, als man denkt. Ne? Gut, auf jeden Fall hat mir diese Ausgabe sehr gut gefallen. Haben viel geschafft. Ne? Wie gesagt, hier zeige ich mal das erste Bein. So. Gut. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ein
Aber wir haben solche nicht schlecht. Schreibt mir wieder ein bisschen in die Kommentare. Ne? Vielleicht hat der ein oder andere noch einen Tipp. Und ja, das sieht man sich hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder auf meinem Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Euer Daniel. Bis dahin und tschüss.